Es geht weiter, immer heiter, hier im Let's Play von The Last Story. Hi Freunde, willkommen zurück. Ich muss sagen, die letzten paar Folgen, ich glaube die letzten zwei oder drei Folgen, waren, glaube ich, aus technischer Sicht relativ stabil, was natürlich auch sehr freut und so. Nur ein bisschen seltsam, dass irgendwie die Legato das so, ja, was auch nicht, so viel düsterer rüberbringt, als nachher hier auf dem TV-Gerät. Weil hier auf dem TV habe ich jetzt eigentlich, ja, sich gerade super hell, aber eigentlich so würde ich sagen, jo, super. Ja, auf YouTube hat es eigentlich auch so, wie ich es jetzt auf dem TV habe, aber wenn ich es direkt von Delgato abcapture, ist alles ein bisschen finster. Ist ziemlich crazy. So, nichtsdestotrotz, wir haben was ganz anderes zu tun, und zwar können wir hier zwei Türen öffnen, WTF. Hey, it's locked. Also, gut, Mirania befreien. Wir sind immer noch auf dem Schiff der Guraks unterwegs. Wer sich daran erinnert, vor etwa 2-3 Folgen, da hat ja die Gurak-Armee, angeführt von Zangurak, hat eben das Gefühl, sie müssen da, ja, den Palasten zu angreifen, nicht wahr? Und wir müssen uns jetzt irgendwie, naja, konnten zwar irgendwie retten. Jurg und Mirania wurden entführt, so wie es aussieht, und... It's really flooded. I hate swimming. Zael, you handle this. Wir müssen das jetzt handeln. Warte mal ganz kurz. Verwirrung? Mit dem Schwimmen. Das kann jetzt doch eine Sidequest lernen. Ja. Ist ja New Game Plus, von dem ja eigentlich ein Re-Let's Play, nicht wahr? Ich wette mit, was er mich damals schon gefragt. Alter. Das ist aber echt zappenduster direkt von der Elgar. Da ist er. Warum? Keine Ahnung. So. Eben egal, also egal. Nee, schwimmen kann ich eigentlich nur die Sidequest, aber kann natürlich vorstellen, dass es jetzt halt sauberbedingt ist und deswegen was anderes ist. Ivania, sie kann ja auch schwimmen, cool. Ich gucke erstmal nach Truhen oder so. Nee, Quatsch. Ivania! Mirania! We came to rescue you. Free at last. Let's go. Respekt, dass er das unter Wasser schafft. Okay, gut, ist vielleicht nicht mal ganz die Hälfte so liegt im Wasser, aber trotzdem, muss in Anstellung gewesen sein. Oh yes, we were captured, you know. Oh Jurg, it's nice to see you again. Yeah, nice to see you too. Where's everyone else? Dagrin is here too, but we got separated. Oh, I saw you last night. You're Lisa. Yes. That's right, Lisa. Let's find Dagrin. He's tough, but I don't fancy his chances all by himself. That's right. Also, I seem to be remarkably hungry. Alter Mirania, hey, die kann nichts aus der Ruhe bringen. Ich meine, die wäre da beinahe fast abgesoffen. Man, was hätte sie getan, wären wir nicht gekommen? Vor allem, die hat Zael jetzt eigentlich ohne Schlüssel das Tor aufgekriegt. Ja, ist egal, komm. Ja, ja. I picked up a key here. Do you suppose it might open the door? Ist er jetzt der Schlüssel zu deiner Zelle, den du aus irgendwelchen Gründen warum nicht genutzt hast? Weil es ja gerade auf Englisch gesagt, to my door. Okay, vielleicht hast du ihn gefunden als... Ja, wieso? Hä? Wir haben die Tür aufgemacht und sie haben den Schlüssel gefunden. Okay, Verwirrung. Egal. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Da war doch was. Ups. Guten Tag. Mehrere? Tatsache. Sorry to keep you waiting. Dagrin, you're alive. Of course I'm alive. Hey, Jurg and Mirania. Zael, good job. Jo, kein Problem, wir haben alles gemacht. I'm guessing we're a fair way away from Lazarus Island. Man, das ist für ein Quatsch. Also ein bisschen aufwirbeln, wenn wir schon natürlich stur machen, dann machen wir hier mal Todesurteil, machen wir hier verborgene Barriere, die kann nicht schaden. Special Meteor! Okay, wir haben noch nicht die
specialize the folder natürlich ein bisschen doof. Ich sehe nichts. Gut, eigentlich muss das Schiff jetzt down sein. Was? Wieso konnte ich nichts machen und die schon? Irgendwie startet der Part heute ein bisschen crazy, aber gut, soll mir recht sein, so. Speichern? Nö, come on. Kuckuck. Guard over. I'll give it a shot. Wie? Moment mal ganz kurz, ja. Anlocken. Würde man natürlich denken, irgendwie im Sinne von Pfeifen, wie in Xenoblade Chronicles oder irgendwie sonst was. Mein ganzes Tutorial hier. Springen, Rollen, Suchmodus und Such. Das ist irgendwie hier bei Steuerung. Wäre jetzt ein bisschen seltsam. Schwappen den Gegner. Ne, Magie steuern haben wir sowieso gar nicht. Da können zwar einen Charakter auch wechseln. Wandsprung, Konter beschleunigen. Oh, Wandsprung habe ich lange nicht mal eingesetzt. Kampf. Wenn hier etwas wäre. Statt ne Menüs. System. Das war der Spieldurchgang. Jo, auch nicht schlecht. Jetzt will ich Items alle. Schade, dass man das nicht irgendwie ja, sortieren kann, weil unlocken wäre jetzt ganz cool. Hä? Wollen wir uns verarschen? Große Stärke auf der Flucht. Nee. Schnellreisen. Okay, uns bei Ausrüsten. Mhm, Schnellreisen im Schloss. Okay, auch nicht schlecht. Kampf. Scharfschützen mit Zwingen gegen eine Genre. Armen einsetzen. Bomben. Bomben? Also, da hätte gar keinen Bomben dabei. War ich jetzt leicht verwirrt? Ja, ist gut, schließen, dankeschön. Ja, Technik und Steuerung, oder? Messen. Abkommen der Gegner. Das war ja auch weniger als so etwas wäre. Nö. Okay, faszinierend. Gut, die sind nur Level 13. Ja, die können natürlich auch so irgendwie. Na, was wollen wir nehmen? Scherzbanane? Hier. Klappt das schon mal. Und tschüss. Eine Scherzbanane anlocken, weil sie macht keinen Schaden. Ist eine Möglichkeit. Ruhe. Was gibt's ein schönes Jagdbeinschutz? Okay. Alles klar bei dir? Thank you for saving me. You lot are proper hard. Here, someone to say thanks. Gurakstaub. Ich will nicht wissen, woher der ihn jetzt hat. Jurik, alles in Ordnung, musst du die Schuhe zubinden. Okay. Wo geht's weiter? Wir wollen ja genauso. Ah, hier. Hat's noch eine weitere Tour. Aber die eigentliche Frage. 1 Silberschwänz, seltenes Item. Ja, wie selten genau? Dann werden wir ganz kurz gucken. Ein Fremdling noch. Gut, wir sehen hier unten sein, war, weil ist natürlich noch nichts ausgerüstet, nichts. Silber. Nicht zum Kampf. Was? Wertvolles Schmuckschwert, nicht zum Kampf geeignet. Ja, danke schön. Ist halt nicht Fire Emblem, wa? Das wäre ein Silberschwert jetzt richtig geil. So. Zael, wait.
Ja, kann man verdienen. Gut. Wow. Guck mal an, haben wir eine Bombe. Eine nette kleine Bombe. Bams. Die Bombe ist ihm noch da, krass. Ah, so geht das, okay. Ups. Das war überhaupt nicht geplant. Egal, come on. Moment, Wandsprung? Wandsprung? Geht nicht, was ist das für eine Scheiße? Und schon vorbei. Is that it? Thank you so much. Yeah. We're free. Looks like we're not out of the woods yet. Zale, time to focus. Here they come. I'm ready for them. Ja, da kommen sie. Aber hinter uns auch noch ein paar. Come on, lads. Let's go. Okay, Fokus. So ein Fall zu mir kommen. Das ist am besten. Könnt ihr ganz kurz mal hauen. Und Kalista machen sowieso unverwundbar oder ist gar kein Thema und dann. So. Und war's das schon? Fragezeichen? Ja, das war's schon. Schade. This ship isn't going anywhere with no oarsmen. Yeah. Now we just take out the captain. Do you think it'll be that easy? We'll see soon enough. First we take this lift to the deck. Then we assault the captain's cabin directly. Got it? Right. Let's go. Also bisher ist das Schiff relativ easy. Wenn da nicht noch eine böse Überraschung an uns lauert. Oh, man hört schon. They have an ogre. What a pain. Draw it in and finish it. Alles klar. Ganz kurz Schwachpunkt, Schwäche, Ei, haben sie gar nicht dabei. Ich mach mal. Silberpfeil! Aha, Airlock. So. Aua! Vergiss es! Der klappt nicht mehr. Perfekter Konter. Das ist ja praktisch. Wie konnte denn bloß verlernen? Naja, eher vergessen. Wobei ich sagen muss, das perfekte Konto hier bei The Last Story einsetzt, ist ein bisschen anders, als man es vielleicht aus anderen so Rollenspielen kennt. Vor allem, wenn ich es gerade ein bisschen nach Xenoblade Chronicles oder Dingen vergleiche. Was haben wir denn noch? Fire Emblem, nö, Ding. Tales of Reihe. Ist schon. Also muss ein bisschen früher rangehen, sag's mal so. Normalerweise quasi auf die letzte Sekunde einsetzen und Beschwörungskreis. Man könnte mal trainieren. Also gute Idee, sehen wir gleich. Ich habe so meine Zweifel. Bams. Ernsthaft, da ist.
nein, sag jetzt bloß, dass mein Beschwörungskreis, wo ich da in der letzten, vorletzten, ne, warte mal, das war in der ersten Folge, das war ja dort beim Versteck vom Arschloch, ja, dass ich irgendwie dachte, da wäre eigentlich noch eine coole Idee, aber so wie es aussieht, ist einfach alles nur ein bisschen scheiße. Wegen Level meine ich, weil die haben offenbar... Ah, ne, ich glaube, jetzt sind sie ein bisschen stärker. Ja, die sind, glaube ich, ein bisschen stärker als die anderen. Jo! Die sind ein bisschen stärker. Sehr gut! Aber das war die erste Horde, war deswegen waren die ein bisschen schwächer. Weil eben, die sollten eigentlich immer so stark sein wie unser Level. Also zumindest so ungefähr wie unser Level. Hallo, ihr wollt gerade. Oh oh. Und singelt, ja, das ist nicht gut. Oh ja, Freunde, das liebe ich. Level up für mehr oder weniger die ganze Truppe. Dagon fehlt noch ein bisschen. Dagon überhaupt trainieren sollte, der ist eh schon so stark als den anderen. Naja, egal. Jo, also ich würde sagen, Leute, ich mache jetzt vielleicht noch so ein, zwei Level, wa? Da ist doch gar nicht mal so schlecht. Das Level 75, das könnte passen. Guck, guck. Der Ausfallschritt geht nicht. Ich hab. Technikleise ist zu wenig hoch. So, jetzt. Noch immer mindestens einen Balken voll. Also, ein Technikleise hat ja, glaube ich, insgesamt vier Balken oder so. Leute, können wir ein bisschen Magie einsetzen? Wäre vielleicht mal ganz dankbar. Alter, Kalisis Magie. Ja, leg mich am Sack. Okay, ich sehe nichts mehr. Bam, bams, bam, 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 bam. Ich hab das Beschleunigung gar nicht drauf. Bam, bams, bam, bam, bams. Ups, schon tot. Bam, bams, bam, bam, bams, bam, 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 bams, bam, 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 bams. Ausfallschritt, 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 Ausfallschritt. Der blockt. Wieso blockt der Sack? Geht noch ein Sack. Der ist echt zäh. Aber langsam mal Feierabend hier. Bist du da der große Spacko vom Dienst, hä? Der ganz große. Ist der weggeflogen? Alter, schon ein Level up, ja, leck mich am Arsch. Jo, also muss sagen, hier ist vor allem natürlich mit uns ein 3 Magier im Team haben, war Kalista, Yurik, Mirania. Der und ich müssen die Tanks und ja, vor allem natürlich mit dem Fokus, bin ich sowieso Tank. Oh, starker Feind, nicht gut. Wobei doch, gib mir Erfahrungspunkte, cool. Also, locken mal alle zu mir. Weil wir auch Technikleiste. So, die wollen sich hier heilen mit ihrer schwarzen Dingsbums. Jetzt sagst du ein bisschen, dass es von uns kommt. Er soll mal draufhauen, kommt. Ja, ja, und Single, die ist doch kein Problem. Guck. Ah. Aua! Okay, der war doch nicht so klug. Ein Valley Solly. Ja, hier ist der starke Feind. Jo. Und wie stark ist denn Dagrin? Alter, direkt noch ein Level up. Hoho, Kalista schon wieder. Junge, was ist los hier? Ja, Lovels, Irene, die können einem leid tun. Die kriegen davon nichts mit. Alter, die ganze Kohle. Zack, zack, zack. Ich hab gesagt, bis Level 75, war. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben noch eigentlich nicht mehr so viel. Egal. Guck, guck. Oh, komm schon, Leute. Also eine Magier. Ja, der kommt, der schwarze Magiekreis, der kommt von denen. Das will ich aber nicht hier. Tschüss!
Aber sie nehmen natürlich auch Schaden ab, ist ja auch fies. Sind ein bisschen viele gerade. Here we go! Kurz warum ist mal eine Leiste ganz. So, jetzt wollen wir doch mal ganz kurz. Hey, werden wir mal ganz kurz das. Was heißt ganz kurz? Wir werden das mal ganz, ganz schön beenden. Hey? Alles hier und dann noch ein bisschen Wald noch und hier in die Mitte und. Tschüssikowski! Speedoran! Tot! Ja, wir haben jetzt den tiefen Status Tod, Abwehrbrecher. Ah, ist das nicht schön, Bams? Verborgene Barriere. So, jetzt können wir sowieso nichts mehr. Ah, ich hätte das voll, ich könnte nochmal, aber ganz ehrlich, nö. Mehr nötig. So, wer lebt es eigentlich noch? Ich sehe nichts mehr. Hallo! Die kommen aber gerade ein bisschen langsam. Ist da noch einer? Nö. Level up! Oh yes! Das finde ich geil. Level 74. Ja, komm, wir lassen's. War schönes Training und so, natürlich gar kein Thema, aber müssen wir nicht übertreiben. Nö, 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 da muss nicht sein. So. It's too quiet. Ich hätte vielleicht doch trainieren sollen. Rettung, Nade, was ist kaum? Danke, Kumpel. Können wir was machen? Ja. Natürlich nur mit spätes Fremden. Ich brauche 2 Stück, um einen Fremden noch abzugraden. Schon wieder. Ich brauche immer 2, wa? Reiß sein Strach, haben wir auch 11 Stück. Oder warte mal ganz kurz. Dann hast du das links, das was ich habe, und rechts, das was ich brauche. Ah, umgekehrt. Krass, okay. jo. Dann ist natürlich gar nicht dabei, deswegen, tut mir leid, Freunde, ihr müsst mal ganz kurz noch. Woher haben wir die Spitze des Fremdlings bekommen, BTF? Meridis. Ja, das riecht jetzt da groß. Ah, komm. Das Gnomengold ist sowieso für nichts anderes. Split ist. Das schon wieder. Sonst irgendetwas. Natürlich eine Waffe, die wir noch irgendwie upgraden können. Ewiges Memento. Das wäre etwas. Ist nur für Jurik. Jo, komm. Kann ich irgendwo speichern? Hm. Kann ich mal einen Speicherpoint geben? Hallo? Lisa? Lisa, die zarteste Versuchung. Nee, komm. Wo ist hier ein Speicherpoint? Hallo? Verarschen? Kann ich hier oben einer? Hey, jetzt kein Speicherpunkt. Ja, super. Geht's hier weiter? Ja. Geht's hier weiter? Ja, super. Wo ist es richtig? It won't open. Okay. Ah, hier hat's einen. Gott sei Dank. Ja, komm, 3 Level höher. So, hallo. Also, zumindest 3 Level. Warte mal. Echt 3 Level gemacht? 3 Level gemacht hier auf dem Schiff. Krass. Also, bei dieser Trainingstation eigentlich. Betäuber. Was ist jetzt sogar eine Waffe? Hm. Egal. Ist das der Captain's Room? Ja, ein bisschen seltsam aus einer Kapitänskajüte. Aber das könnte sein, yo. Ja. Könnte lustig werden. Viel Spaß. Looks like this is the place. Let's hope he's in.